How are you? How are you? How's your day been? How's your week been? How are you feeling? How is your mental state? Are you eating properly? Are you happy? Willkommen bei Danke gut, dem Podcast über Pop und Psyche. Ich bin Miriam Babutwandi und ich habe mir vorgenommen, psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren. Denn die meisten von uns kennen sie aus dem Alltag. Jemand fragt, wie geht's dir eigentlich? Und man antwortet nur mit Danke gut, obwohl es selten so gemeint ist. Deshalb treffe ich mich jeden zweiten Donnerstag hier bei Cosmo mit den unterschiedlichsten Menschen und wir führen ehrliche Gespräche über alles, was irgendwie mit der Psyche zu tun hat. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen bis hin zu Suizid besprochen. Am Ende des Podcasts und in den Shownotes findet ihr zahlreiche Hilfsangebote. Wir sind ja hier auf dem CO-Pop-Festival, auf der CO-Pop-Convention, also SpeakerInnen, die super spannend sind überall, Musik-Acts, Konzerte, aber auch einfach ganz viele Sachen, wo man mitmachen kann, also einiges, was einfach um einen herum passiert. Und ganz ehrlich, was ist bitte mehr Pop als ein Podcast, wo es um Popkultur und Musik geht und Mental Health? Das erwarten wir jetzt auch heute hier auf der Bühne. Es wird nämlich gleich richtig, richtig cool werden. Miriam Davutwani spricht nämlich beim Danke-Gut-Podcast vom WDR Cosmo mit den verschiedensten Menschen über Mental Health. Und kein Witz, sie hatte schon so viele krasse Gäste und Gästinnen. Ich bin mir sicher, dass ihr einige Namen schon kennt. Ich gebe euch mal einfach ein paar Beispiele. Paula Hartmann war da, dann war natürlich auch Kurt Krömer war da und Sido war auch da. Das sind nur ein paar Namen und es sind noch einige mehr. Und da reiht sich jetzt gleich ein weiterer Name mit unter. Und zwar die nächste Gästin, die mit Miriam zusammen hier sprechen wird. Ich stelle sie aber nicht vor, das macht Miriam gleich in Ruhe. Und heute wird auch hier das Ganze live aufgenommen. Ich freue mich schon sehr. Es kommt gleich Gisem. Ihr habt sie vielleicht auch schon vorhin gesehen. Sie hat nämlich vorhin einen Input an Bühne 2 gegeben. Oder ihr kennt sie vielleicht von TikTok. Mehr verrate ich nicht, denn Miriam wird auf jeden Fall gleich noch ein bisschen was über sie erzählen. Und sie wird, glaube ich, auch ein bisschen über sich selbst noch sprechen. Also in einem einen ganz, ganz großen Applaus für die beiden hier auf der Bühne. Ja, hi, erstmal schön, dass ihr alle da seid. Willkommen zu einer Live-Folge von Danke gut. Eine Seltenheit, aber es kommt vor. Es ist eine Expertinnenfolge und zwar mit Gisem von Modern Gossip. Gisem kennt ihr wahrscheinlich von ihrem TikTok-Account oder ihrem Podcast. Da geht es um Gossip und popkulturelle Themen. Und ich würde sagen, auf die kritischste und ethischste Art und Weise, wie man wahrscheinlich gossipen kann. Also quasi das Menschgewordene, diese Schüler-VZ-Gruppe. Wir lästern nicht, wir erörtern Tatsachen. Hör auf. That's you. Oh Gott, das war schrecklich. Deswegen, kennt ihr Schüler-VZ noch? Ja, stimmt, oh. Wir sind ja auf der TinCon, ich habe ja nicht vergessen. Ne? Ja, ich glaube, viele kennen das gar nicht mehr. Aber deshalb einmal Applaus bitte für Gisem. Danke. Gisem, Classic, wie geht's dir? Ich war richtig aufgeregt heute Morgen, weil ich ja vorhin schon Talk hatte. Und das Ding ist, wenn man nicht mehr studiert und nicht mehr zur Schule geht, man macht sowas ja gar nicht mehr. Ich halte ja keine Referate mehr und so. Deswegen war ich plötzlich voll nervös heute und ich war so... Aber irgendwie war die Crowd mega nice und nach diesem Adrenalinkick vom Auftritt geht es jetzt auch eigentlich wieder richtig gut. Und ich freue mich voll, dass wir heute über noch mehr Stars und Psyche sprechen. Mhm. Wie geht's euch, Leute? Euch fragt ihr nicht jemand, ne? Gib mal Handzeichen gut, mittel schlecht. Gut, da seid ihr beim falschen Podcast. Alle richtig gut gelaunt, alle so voll am Strahlen. Depressive only, bei ja. Danke gut. Okay, Gisem, vielleicht erstmal noch kurz zu dir, um dich nochmal so ein bisschen besser kennenzulernen, weil den Podcast hören dann die Leute zu Hause ja vor allem auch. Seit wann beschäftigst du dich überhaupt mit Gossip, Stars, all diesen Themen? Ich habe das vorhin schon in meinem Vortrag gesagt, seit der 6. Klasse. Also ich war schon immer Riesenfan von Sachen. Ich war immer hyperfixiert mit, ich weiß noch damals auch so Tom und Jerry, ey, ich habe wirklich meine eigenen Filme geschoben mit dieser Show und dann... Als ich aufs Gymnasium gekommen bin, war Hannah Montana voll meine ganze Brand. Und da hatte ich dann zu der Zeit auch so schon erste Zeitschriften bekommen. Und dann gab es diese Phase, wo Miley Cyrus schon mega geslutshamed wurde, obwohl sie 17 Jahre alt war, weil sie Can't Be Tamed rausgebracht hat. Und das war so das erste Mal, dass ich dann wirklich auf diesem Schulhof da Miley verteidigt habe und mir wirklich Gedanken darüber gemacht habe, wie Stars oder wie Menschen in der Presse rüberkommen. Und ich habe es jetzt in der 6. Klasse noch nicht gewusst, aber eigentlich war das so der Start von dem, was dann später More Than Gossip geworden ist. Wann hast du beschlossen, das auch zu teilen? Ich meine, mittlerweile ist das ja auch dein Beruf geworden. Also wann hast du darüber nachgedacht, okay, ich will selber TikToks, Podcasts, whatever zu dem Thema machen?
Natürlich Corona. Es war so, dass ich musste irgendwie Homeoffice machen und da habe ich sogar auch in Köln gewohnt. Wir nehmen ja gerade auch jetzt diese Folge in Köln auf. Ich verbinde mit Köln sowieso ganz viele wichtige Momente in meinem Leben. Genau, also auch meine erste Podcast-Folge, da habe ich nämlich das Damen-Gambit geguckt. Kennt ihr die Show? Mhm. Ja, so ein paar kennen das. Und ich habe wirklich meiner Cousine, ich glaube, so eine 30-Minuten-Memo gemacht über diese Show, weil ich liebe halt Popkultur. Also es war immer mein Ding. Und dann während Corona dachte ich mir, ey, ich kann es jetzt auch einfach als Podcast hochladen. Und dann habe ich das wirklich, ich habe einfach in mein Handy reingesprochen und das hochgeladen. Und so ging das dann los. Ich dachte, vielleicht war es bei dir auch so, weil ich bin auch richtig obsessed immer mit solchen Themen gewesen. Aber ich bin halt eher so Generation MTV, Viva, Bravo und diese ganzen Zeitschriften. Und ich wollte immer unbedingt mein Praktikum bei so einer Zeitschrift machen. Süß. Unbedingt. Ich habe mich auch einmal, da war ich 15, bei der Glamour beworben. Okay, habe ich immer gelesen früher. Ja, da ging es ja auch um Stars ganz viel. Und die haben mir halt voll nett geantwortet und waren aber so, Junge, du bist minderjährig, so, wir haben hier keine Schülerpraktikanten aus Bad Säcking, so gibt es hier bei uns nicht. Mhm. Das sind halt irgendwelche studierten Modejournalistinnen. Aber ich war kurz in meinem Delulu-Moment mit 15 und dachte, ja, ich will auch gerne mal sowas machen. Ja, nee, ich fand die ja dann alle relativ schnell scheiße, also diese ganzen Zeitschriften. Ja. Ich habe auch so mit 15 und so, ich habe das alles gelesen, aber ich habe dann irgendwie gemerkt, nee, die verstehen die Stars nicht, wie ich das tue. Die verstehen Harry nicht. Die sehen Miley nicht, wie ich sie sehe. Und deswegen war dann immer klar, nö, ich mache das dann irgendwie so selber. Ja. Aber genau deswegen wollte ich das eben auch. Ich dachte auch mal, die checken es, aber nicht ganz. Mhm. Ja, es gibt ja auch so ein Take zum Thema Gossip. Das ist, also kursiert jetzt in letzter Zeit so ein bisschen auf TikTok, dass es antifeministisch ist, wenn man Gossip irgendwie überhaupt so runterredet und sagt, das ist ja was voll Dummes und oder man soll nicht lästern, weil das so Bestandteil irgendwie weiblicher Sozialisation ist und auch queerer Sozialisation und dass es eigentlich so eine jahrhundertalte Form ist, irgendwie Wissen weiterzugeben. Warte, das ist gerade ein Popular Take auf TikTok? In meiner kleinen Bubble. Okay, krass, weil Popular Take würde ich jetzt nicht sagen. Ein paar von euch waren nämlich vorhin bei meinem Talk und ich habe das ja auch vorhin erzählt, aber ich dachte, weil ich habe richtig lange recherchiert und bin ja voll in dieser Bubble und ich dachte, ich habe jetzt hier so diesen krassen Revolutionary Take und in deiner Bubble sagen das alle? Yep. Wow. Ja, nee, sehe ich genauso. Okay. Nee, genau. Also ich habe das auch vorhin erzählt, ne, Frauen oder die Rolle auch von Frauen früher war so, dass sie die Hüterin waren der Erinnerungen. Also die haben die Informationen weitergegeben, denen wurde vertraut, dass sie die Intuition haben und das Wissen, um zu sagen, den Leuten könnt ihr vertrauen und denen nicht. Und das war halt früher total wichtig, evolutionstechnisch, weil wir ja nicht googeln konnten, wer wird gerade von der Polizei gesucht, sondern man musste sich ja auf das Wort von anderen verlassen. Das war halt super wichtig, aber dann irgendwann kam dann auch diese Angst davor, dass Frauen zu viel Wissen haben und zu viel Macht damit auch, dass man irgendwann angefangen hat, also es gab teilweise auch wirkliche Proklamationen, die es Frauen verboten haben, sich zu treffen und zu schnacken. Also es wurde dann total abgewertet, aber eigentlich nur, weil man Angst hatte vor Frauen. Und das zieht sich halt bis heute durch, dass wir das total abwerten, wenn Frauen sich zusammentun und was sagen, dass wir denen die Macht absprechen, weil die ist halt da. Also Frauen haben halt obviously tolle, fantastische Ideen und dass man das aber bis heute so sehr runterredet mit, ach, die schnacken ja nur und Lästerschwestern und Tratschtanten und diese ganzen Begriffe, die ja auch sehr weiblich geprägt sind, einfach nur, um uns abzusprechen, dass wir einfach mal was sagen dürfen. Es ist super wichtig, dann die Geschichte zu gucken, ja. Mhm. Trotzdem habe ich das Gefühl, also es ist überall so, dass Frauen, die gossipen, so gesehen werden. Aber ich habe das Gefühl, es wird so in Westeuropa noch schlechter angesehen als woanders auf der Welt. Also ich weiß nicht, ich komme ja zur Hälfte aus Rumänien, ne? Und da ist zumindest auf dem Dorf, ist das so gängig. Also es ist wirklich, ich glaube, das gehört einfach zur Kultur dazu. Du bist komisch, wenn du es nicht machst. Also die Dörfer sind basically eine lange Straße und links und rechts ein Haus. That's it. So sieht ganz Rumänien aus. Und jeder hat so eine kleine Bank vor der Tür. Und jeden Abend zum Sonnenuntergang, nachdem alle ihre Arbeit auf dem Feld erledigt haben, treffen die sich und gossipen halt dieses Dorf kaputt, obwohl in diesem Dorf vielleicht 100 Leute wohnen. Aber das machen die seit Jahrhunderten genau so. Also das ist so das soziale Gathering überhaupt. Klar, weil die zum einen auch nichts anderes haben, in Anführungszeichen, außer vielleicht der ein oder anderen Fernseher. Also ich rede jetzt auch von vor 20 Jahren. Aber das gehört einfach kulturell so richtig dazu und finde ich, passt auch nochmal zu so Kulturen, wo zum Beispiel ja so Individualismus und Einsamkeit und so noch nicht ganz so da sind, wie zum Beispiel hier. Deswegen, ich finde, Gossip ist auch echt, also wenn wir schon über Mental Health reden, auch so präventiv erstmal auch für so Vereinsamung ja irgendwo auch.
Ja, zum Beispiel, ich habe es auch super geliebt, diesen Tee auch als Kind einfach zu hören. Also wir sind danach von dieser Bank halt irgendwann nach Hause und ins Bett und dann lag meine Mama neben mir, meine Oma gegenüber im Bett und die haben dann weitergelästert über Leute und ich meinte so, hey, bitte macht weiter, macht weiter, macht weiter, bis um 3 Uhr nachts, hört nicht auf zu reden, weil ich das so gut fand und irgendwie auch so befreiend fand zu sehen, wie da so zwei erwachsene Frauen so auch ihre Wut rauslassen und dann ist am nächsten Morgen alles wieder cool. Es ist auch auf jeden Fall Gemeinschaft und bei uns im Dorf ist das auch so. Also ich komme ja aus der Türkei und da ist Gossip auch super ja, Bestand von Gemeinschaft. Aber ich finde es interessant, dass du gerade in deiner Geschichte gesagt hast, deine Mama und deine Oma, weil bei uns auf dem Dorf machen die Männer genauso mit. Hm. Das sind genau solche Tratsch-Onkel. Also die sitzen da doch auch alle und spielen dann halt okay und trinken Chai, aber die reden die ganze Zeit über andere. Aber da ist es dann so anders gesehen. Das ist dann so, die Männer versammeln sich und sprechen so ein wichtiges Wort. Aber die machen das genauso. Safe, 100%. Ja. Wir reden jetzt ja auch über Mental Health ein bisschen. Deswegen erstmal vielleicht, um zu wissen, was so dein Bezug dazu ist. Ich habe gesehen, du hast einmal eine ein bisschen persönlichere Folge gemacht. Sonst redest du ja viel über andere und nicht so viel über dich. Aber hast du denn selber irgendwie Berührungspunkte damit? Sei es bei dir selbst, Umfeld, Freunde, Familie? Das ist so interessant, weil du hattest mich das ja schon vorab gefragt. Mhm. Und du bist nicht drauf eingegangen. Genau, Miriam hat so richtig. Vielleicht will sie nicht drüber reden, aber man kann so das ja diplomatisch formulieren, wenn du man nicht drüber. Du hast es so richtig charmant gefragt. Du so, ja, wenn du willst, kannst du ja auch über dich erzählen. Und ich habe das straight up ignoriert, weil ich voll die verschlossene Person bin an sich. Und deswegen auch, also Popkultur ist für mich auch viel Projektionsfläche für eigene Themen, wo ich selber nicht so gut über meine Sachen reden kann. Und es ist so lustig, weil ich dachte halt auch, ich habe jetzt auch keine krasse Diagnose in irgendwas. Deswegen kann ich jetzt auch eigentlich gar nicht so viel teilen. Und ich habe halt das Glück oder das Pech, je nachdem, wie man es nimmt. Mein Partner ist gerade in seiner Psychotherapeutenausbildung. Und ich habe ihn dann so gefragt. Ich so, ja, ne, ich bin ja bei Danke gut. Und Miriam hatte jetzt gefragt, aber eigentlich, ich habe ja nichts. Ne? Also was soll ich da erzählen? Und mein Freund, er hat mich so angeguckt. Er so, aha, okay. Nee, also ich könnte jetzt, also du kannst schon ein bisschen was sagen. Und deswegen, also bei mir ist es so, ich habe zwar keine Diagnose an sich und ich glaube auch nicht, dass hier jeder im Raum eine Diagnose hat, aber wenn man sich eigentlich mal wirklich selber reflektiert, zeigt sich auch sehr, sehr viel in kleinen Sachen. Bei mir zum Beispiel, und da hat mein Freund mich auch drauf aufmerksam gemacht, ich habe krasses Skinpicking. Hm. Kennst du das? Na klar. Also ich kratzt mir richtig wirklich meine Arme auf und meine Beine, einfach so. Und es juckt eigentlich gar nicht, aber ich mache das einfach. Und das ist Stress offensichtlich. Manche bösen Zungen würden behaupten, es könnte Form einer Angststörung sein, weiß ich jetzt nicht. Aber diese Anspannung, also die spüre ich durch zum Beispiel Skinpicking oder auch im Schlaf. Ich kann halt nicht schlafen, obviously not. Und ich glaube, die meisten Leute schlafen scheiße. Aber es ist so normal, dass wir auch gar nicht über solche Sachen nachdenken, wenn wir über psychische Gesundheit sprechen. Aber wenn man mich beobachtet im Alltag, man merkt schon, ich bin eigentlich durchgehend angespannt. Und das ja, ist auf jeden Fall was, das wollte ich heute mitnehmen, weil mein Partner mich dazu ermutigt hat, dass ich darüber spreche. Und auch an die Leute, die das hören und vielleicht sagen, okay, selbst wenn man selber keine krasse Diagnose hat und auch nicht in Therapie ist, das heißt nicht, dass man keine Themen hat. Da haben wir schon auch bei Danke gut sehr viel drüber geredet. Ich glaube, das Problem habe ich tatsächlich auch mit fast jedem Menschen, den ich einlade. Egal, was er oder sie hat, alle sagen erstmal so, oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt drüber reden sollte. Deswegen überrascht mich das nicht, dass du das auch sagst. Vor allem bei jemandem eben, wo ich ja weiß, du sprichst ja auch eher über andere. Wir sind ja eigentlich eher in einer ähnlicheren Rolle als sonst. Aber ja, das ist eine sehr gängige Sache, die ich sehr oft höre, dass Leute immer denken, gerade in unseren Kreisen, wo vielleicht doch mehr drüber gesprochen wird, dass das, was man selber hat, dann doch eher kleiner ist als das von den anderen und so. Also ich glaube, da bist du nicht so die Ausnahme. Aber Thema Skinpicking. Gibt es übrigens, habe ich auch auf TikTok gesehen, gibt mittlerweile so Privatleute, die verkaufen das. Das ist so ein, keine Ahnung, aus so Silikon. Man kann so dran rumdrücken. Also so wie diese Pimple-Popper-Sachen, da gibt es ja auch diese Fake-Sachen zum Pickel ausdrücken. Weil voll viele haben ja Skinpicking mit Pickel ausdrücken. Also ich auf jeden Fall. Und ich habe auch so Haare ausreißen. Ach, interessant. Ja, das hatte ich als Teenie. Deswegen habe ich bis heute hier so eine mini kahle Stelle. Und meine wirklich? Du hast dir so krass deine Haare rausgerissen, dass du jetzt noch eine kahle Stelle hast? Ja, das war richtig schlimm.
Wow. Ja, und meine Wimpern. Also ich mache immer so, wenn ich nervös bin. Also wenn ich das heute mache, dann wisst ihr, ich bin nervös. Aber ich glaube, es geht gerade. Und deswegen fehlen mir so hinten so ein paar Wimpern. Reißt du auch, hast du deine Wimpern rausgerissen? Ich reiß sie nicht raus, aber ich mache halt immer so. Und dadurch beschädigt man die ja so ein bisschen. Ja. Hast du das aber immer noch? Ja. Krass. All that years of therapy for nothing. Obwohl du diese kahle Stelle hast, krass. Also das schreckt dich nicht ab. Nee. Nee, gar nicht, gar nicht. Wow. Also auch Optik und so, das ist dann scheißegal. Aber ja, auf jeden Fall, ich wollte dir dieses Ding empfehlen. Ja, stimmt. Der Pimpelpopper. Um wieder von mir jetzt abzulenken. genau, diesen Pimpelpopper. Also ich selber habe es noch nicht probiert. Also es gibt ja generell voll viel so Fidget-Tools für diverse Sachen. Aber ich kann mir vorstellen, dass so dieses Ding, wo man dann selber mal so Pickel von quasi so einem Fake-Wesen ausdrückt, dass es vielleicht helfen könnte? Naja, I don't know. Interessant, ja, vielleicht. Ich schicke dir einen Link später. Ich bin noch gar nicht so weit, dass ich denke, ich sollte vielleicht mal was machen dagegen. Aber ja, vielleicht sollte ich mir einfach mal ein Tool kaufen. Okay, aber reden wir wieder über die Probleme anderer. Weil besser, viel besser. Wir wollen ja über den Umgang von Mental Health mit vor allem Promis, Stars und so weiter sprechen in der Berichterstattung. Weißt du noch, was so dein erster Berührungspunkt damit war? Also so die ersten Personen, wo du gemerkt hast, oh okay, da geht es irgendwie um so Mental Health und die Leute werden auf eine Art und Weise behandelt, egal ob gut oder schlecht. Was ist da so dein erster Bezug zu? Boah, jetzt würde mich interessieren, ob manche wissen, was ich meine. Ich war ja offensichtlich voll in dieser Disney-Channel-Bubble. Ne? Miley Cyrus war ja meine Königin, ist sie immer noch. Und dazu gehörte ja auch Demi Lovato. Und als ich auch noch so Bravo und so gelesen habe, ich sehe schon, dass ein paar Leute nicken bei den Zuschauern, es gab halt dieses eine Bild, wo Demi Lovato auf einer Premiere war und du hast bei ihr am Arm so Selbstverletzungsspuren gesehen. Und es war richtig offensichtlich. Also das wurde nicht mal mit Make-up kaschiert. Und ich weiß noch, dann war die Bravo voll mit Hilferuf von Demi Lovato. Und ich war super jung. Ich wusste ja gar nicht, was Depressionen sind. Man hat das auch früher ganz komisch Ritzen genannt. Ja. Das sagt man auch gar sagt nicht mehr. Man nicht, ne? Was ist das auch für ein schreckliches Wort? Auf jeden Fall wurde sie dann angefragt für ein Statement. Ich werde das niemals vergessen. Wie Demi, wahrscheinlich war das ihr Team, gesagt hat, nein, nein, ihr geht's gut. Das sind nur Abdrücke von Haargummis, die zu eng an ihrem Handgelenk waren. Und ich habe das dann geglaubt, weil ich war halt, wie alt war ich da? 8, 9 oder so. Und ich habe ja auch gar nicht verstanden in dem Alter, warum, ja okay, was soll denn auch passiert sein? Also was soll sie denn gemacht haben? Deswegen dachte ich, okay, dann hat sie jetzt wohl einfach zu enge Haargummis getragen. Mhm. Surprise, es waren keine Haargummis. Demi Lovato war sehr früh schon sehr depressiv und hat sich selbst verletzt. Aber das habe ich ja dann alles erst viel später verstanden. Und ich finde das so unfassbar, weil die Leute, die diese Artikel geschrieben haben, die waren ja nicht 8 Jahre alt. Das waren ja Leute in Redaktion, das waren erwachsene Menschen, die eigentlich genau wussten, was das ist. Aber die haben nicht gegengesteuert und gesagt, Achtung Leute, Demi braucht wahrscheinlich Hilfe. Sondern die haben dann einfach diese Kack-Story abgedruckt. Und dachten dann, ja, waren wahrscheinlich keine Haargummis, aber ist auch egal. Hm. Und das fand ich, das war so das erste Mal, dass ich das mitbekommen habe. Ja doch, an Demi erinnere ich mich auch noch ein bisschen. Ich glaube, wir haben so 2, 3 Jahre Altersunterschied. Ich glaube, der ist bei Popkultur schon wichtig. Ja. Bei mir waren es tatsächlich eher so diese It-Girls der 2000er. Also so Paris Hilton, Lindsay Lohan, auch Britney Spears gehört ja irgendwie auch dazu. Ich glaube, das war so mein erster Berührungspunkt. Und da habe ich auch als auch Kind gar nicht gecheckt, weil ich habe gesehen, okay, die gehen so viel feiern und so und haben auf den ersten Blick so ein ganz nices Life und dann habe ich aber gecheckt, naja, die werden die ganze Zeit irgendwie fotografiert, wie sie komplett betrunken sind und irgendwie sich teilweise aus Autos rausstolpern und solche Sachen oder voll fertig aussehen und dann irgendwann ging es auch in Richtung so, dass alle eine Form von Rehab gemacht haben und die wurden daher komplett belagert von Paparazzis. Und das habe ich nicht gecheckt, ich war so, hä, da geht doch jemand ins Krankenhaus, lässt sich helfen, so, was ist das Problem? Warum fuckt ihr die jetzt ab? Warum steht ihr da jetzt alle in Horden vor der Tür? Und ja, ich glaube, das war so mein erstes Ding, was ich auch so, ja, was ich auch eben nicht verstanden habe. Ich war so, hä, da sind so viele Menschen um diese Leute herum, also sowohl deren Umfeld als auch Medien, als auch riesengroße Industrie dahinter. Und wie kann es sein, dass diese Personen so alleingelassen werden damit? Und wenn dann darüber geredet wird, dann eben so komplett die Schuld auf diese teilweise minderjährigen Frauen gelegt wurde, die ja an sich nichts Verwerfliches gemacht haben, außer, naja, klar kann man jetzt sagen, vielleicht ob Drogen- und Alkoholkonsum jetzt so schlau ist, aber es hat ja meistens ja auch irgendwelche tieferen Gründe bei den meisten Leuten, wenn sie dazu kommen. Ja, das habe ich auch nicht gecheckt.
Paparazzi-Kultur in den 2000ern ist das direkteste überhaupt. Ich werde nie vergessen, diese ganze Szene, wo Britney sich da die Haare abrasiert hat und tausend gefühlt von Paparazzi da sind und sich so daran aufgegeilt haben. Voll. Das könnte heute gar nicht mehr passieren. Denkst du? Nee. Da würden direkt... Also das Interessante bei Britney ist ja sogar, dass der Friseur ja sogar meinte, ich mach das nicht, ich rasiere dir nicht deine Haare ab, weil dir geht es nicht gut. Und sie sich ja dann einfach selber den Rasierer geholt hatte. Aber dass keiner auf die Idee gekommen ist, vielleicht sollte ich ja mal kurz jemanden Krankenwagen rufen oder so. Ich bilde mir ein, dass das heute anders wäre, ja. Aber kommen wir gleich noch dazu, auch zu so der Entwicklung. Ja. Sprechen wir auf jeden Fall nochmal drüber, auch über Britney. Ich glaube, so das Zweite bei mir waren tatsächlich so Castingshows und Stars aus Castingshows, die daraus entstanden sind. Also ich weiß nicht, hast du so Popstars, DSDS und so alles verfolgt? Was waren da? Also ich bin DSDS Day One gewesen. Ich hab, echt jetzt? Ja. Yeah. Oh mein Gott. Guckst du das noch? Nee, gibt's gar nicht noch? Mehr. Ich glaube, gibt es DSDS noch, Leute? Ja. Okay, Leute wissen Bescheid krass. Hier. Okay. Krass, dass das immer noch gibt. Ja. Wann war denn die erste Folge? Ich weiß es nicht. Ich war da auf jeden Fall auch so in der 5. Klasse oder so. Und ich hatte tatsächlich einen Daniel Kübelböck-Fanclub. Was heißt das? Du hattest einen Fanclub? Ja, ich hatte einen Fanclub. Naja, Fanclub. Ich meine, man darf nicht vergessen, ich bin, wie gesagt, in einem Kaff aufgewachsen, wie ich ja auch alle 2 Minuten erwähne. Aber ich habe den Namen gar nicht verstanden vom Kaff. Daniel Kübelböck. Nein, von deinem Kaff. Von meinem Kaff Bad Säckingen. Ist das Niedersachsen? Nein, tiefstes Baden-Württemberg, Schwarzwald. Aha, okay. Wow. Root cause of all of my problems. Okay, ich verstehe. Ja, dann ist das Leben von draußen, andere Leben sind interessanter, verstehe ich. Also Fanclub heißt im Dorf basically, es gibt einen Kiosk, der hat 2, 3 Bravos und Popcorn, so wie die Zeitschriften hießen. Die wurden dann von meinen Freundinnen und mir natürlich weggekauft. Und wir haben uns halt nachmittags getroffen, haben dann kleine Collagen draus gebastelt und so und Internet war damals so gerade so, aber nicht, dass man sich krass Bilder hätte runterladen können oder irgendwas. Genau, und halt, dass man dann samstags natürlich vor der Glotze hing und dann immer geguckt hat, wie weit dann Daniel kommt. Wie süß aber. Und dann habt ihr euch da immer getroffen mit den Zeitschriften und saßt dann im Kreis und habt über ihn geredet? Ja, wir waren 3. Es gab noch eine 4. Person, die war mal so. Die war nicht so diehard wie wir. Also die war manchmal so, ja. Es gab aber der war Rankings. So leistungsabhängig, was ich auch fies fand. Weil ich denke mir so, entweder du bist Fan oder du bist halt kein Fan. Die war manchmal dabei. Also wir waren so eine Gruppe von 3. Lisa, Jasmin und ich. Und ja, wir haben uns immer getroffen und tatsächlich, muss ich sagen, habe ich damals so im Nachhinein schon auch gecheckt, dass das, was mit ihm ja auch passiert ist, nicht cool war, weil er war ja eine der ersten, zumindest in meiner Medienkonsumentengeneration, queere Person auch, wo Leute, glaube ich, auch komplett überfragt waren, wie sie damit umgehen sollen. Ja, stimmt. Die Leute haben ihn immer vorher als Paradiesvogel dargestellt. Genau, Paradiesvogel, das war halt das Wort. Ich hasse dieses Wort. Das ist so ein Scheißwort. Was ist das für ein Scheißwort? Das klingt doch einfach scheiße, jetzt mal unabhängig von der Bedeutung dahinter, ja. Ja. DSDS generell, ich meine, die wurden da ja durchgedrillt. Ich meine, so Diskussionen um zum Beispiel die Tabolen, der basically Minderjährige die ganze Zeit beleidigt hat, ja, waren ja auch groß damals, aber es wurde von Jahr zu Jahr durchgezogen. Die wurden teilweise ja alle zum Heulen gebracht von den Redakteuren, die dann diese Behind-the-Scenes gemacht haben. Es wurden ja dramatische Stories aus denen rausgepresst, ob die wollten oder nicht. Und halt schon ein krasser Druck, weil das war ja was ganz Neues und das hatte damals ja wirklich so ein Millionenpublikum. Also ja, jeder das war das anders ja damals komplett. Heute juckt das ja gar nicht jemanden, wer irgendwie bei DSDS ist, aber man hat immer über die Leute bei DSDS geredet früher. Ja, voll. Ja, aber das war, glaube ich, auch so mein dann zweiter Berührungspunkt. Und ich glaube, es ist pro Staffel auch sind mindestens 2 immer auch rausgegangen wegen Psyche, weil die irgendwann meinten, ja, kann nicht mehr. War das so? Ja, also ich weiß noch, erste Staffel war diese Judith. Okay, du bist Lefeber. Drin. Also ich weiß, ich kenne noch jemand Judith von der DSDS. Ja, oh mein Gott. Wow, Leute. Wo sind meine Oldies? Genau, und die ist rausgegangen. Unter anderem, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil es ihr zu viel wurde. Und es war ein Skandal. Und die wurde, alle haben versucht, die abzuhalten und so. Und ich weiß ja auch noch, auch später Popstars mit Monrose und so, die waren ja auch nur am Heulen. Die waren nur am Heulen. Die waren alle minderjährig. Stimmt. Ja. Ja, früher waren die für mich alle unfassbar erwachsen. Ja. Aber war ja gar nicht so. Nee, die waren vielleicht 4, 5 Jahre älter. Ey, du hast aber recht, in diesen Castingshows war es immer so, dass irgendeine Person gegangen ist, weil es zu viel war. Aber man hat ja gar nicht gecheckt, was das eigentlich heißt. Ich dachte mir so, ja, okay, die kämpfen nicht hart genug. Aber eigentlich, da sind wahrscheinlich richtig, es war voll schwer für die. Ja, vor allem, wenn so ein Deadlift-Dissos sich da so durchdrillt, natürlich
kommst du als Schwächling rüber, der dann rausfliegt. Ja, bist du so 16. War Mandy nicht bei Man Wars 16? Irgendwie so, ja. Die wurde doch immer Küken genannt. Ja. Oh, 16, ey, einfach 10 Jahre jünger als ich. Ja. Was? Das ist krass. Wir reden heute, glaube ich, sehr viel über eher so internationale Leute, aber fallen dir noch so deutsche Beispiele ein, wo du noch weißt, ah ja, die wurden voll durch die Presse gejagt damals? Nee, das hat mich immer nie gejuckt. Das fand ich immer langweilig. Ich fand immer so Hollywood richtig krass. Und die Kinderstars, so vom Disney Channel und von Nickelodeon und so. Nee, Deutsch, das war mir immer zu erwachsen irgendwie. Das war mir zu nah dran. Das kam dann erst später. Also jetzt auch vor allem mit Influencer-Kultur ist es mehr so, dass ich das viel mehr begreife, was auch in Deutschland, auch wenn es natürlich ein kleinerer Rahmen ist, aber was das auch schon macht mit den Leuten. Aber früher nicht, nee. Kennst du noch Jenny Elvers? Ja. Das war die erste Person in Deutschland, wo ich so, weiß ich nicht, so ein deutsches It-Girl eigentlich mehr oder weniger. Du hast recht, aber ja, was, was? Die hatte, glaube ich, auch ein Alkoholproblem und die wurde auch komplett durch die Medien durchgefetzt damals. Echt? Mhm. Aber das ist ja auch gar nicht unsere Altersklasse. Ich finde es voll krass, dass du das so mitbekommen hast. Ich bin 31. Aber trotzdem, das war doch trotzdem nicht so. Doch, also echt? Okay. Also ich habe halt diese ganzen Tough, RTL-Explosiv und so, das hat auch alles voll verfolgt. Ich habe generell einfach nur Fernsehen geguckt und am Computer gegangen die ganze Zeit. Ich komme aus Bad Säcking, Mann. Da gab es nicht ja, viel zu das tun. Weiß ich jetzt, ja. Genau, deshalb, nee, aber ich habe das schon krass verfolgt. Und da ging es schon viel auch um so deutsche Stars. Und wie waren dann Tough und so? Also haben die sich dann so lustig gemacht über zum Beispiel eine Alkoholproblematik? Oder wie schon, ging die damit um? Schon, krass. Ich muss auch sagen, ich finde Frauke Ludowig, die wird ja auch immer so... Ja, Frauke und so. Ich finde, die war schon auch einfach fies as fuck zu den Leuten wirklich? Damals. Wirklich? Ja, ich finde, Mann, die ist halt eine gute Moderatorin, so relativ wohlwollend, professionell verkauft, aber die hat teilweise schon auch als Person, die da, glaube ich, gerade in diesem Gossip, in dieser Gossip-Popkultur-Thematik so die Person war, die hat schon nicht die nettesten Sachen immer gesagt, finde ich. Weißt du noch was? Ich weiß jetzt kein Zitat mehr, es ist nur so ein Gefühl von... Generell waren die Sendungen einfach natürlich damals nicht so durchdacht, natürlich nicht so woke wie heute. Aber da hat man schon nicht so in dem Tenor, deswegen meinte ich, es wurde generell nie so drüber geredet, so hey, die Arme, die braucht Hilfe, sondern eher so, ja okay, krass, guck mal, was die gemacht hat. Und dann wurde meistens, wenn irgendwie ein Kind dabei war, ganz oft direkt schlechte Mutter, direkt super skandalisiert. Oder halt so, was passiert mit ihrem Umfeld? Welche Nachteile haben andere Leute dadurch? Und halt immer auch mit dieser Bebilderung, ne? Also ich finde, man kann ja darüber berichten, aber muss man dann zum Beispiel auch wirklich die Bilder zeigen, wie jemand gerade abstürzt und irgendwie alkoholisiert irgendwo rumläuft? Muss das sein? So Absturzpartybilder? Also das wurde damals schon gemacht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Frauke schuld an allem ist. Da ist ja noch eine Redaktion dahinter und so. Aber das war schon damals der Grind im Fernsehen. Mhm. Ja, spiegelt den Zeitgeist wieder. Ja, oder? Wer erinnert sich noch an diese Zeiten? Habe ich recht oder habe ich recht? Okay. Ey, wie hier alle nicken. Krass. Ja, Tinkon für Ü30. Ja, naja, aber wenn wir jetzt eher so über Leute reden, die diese Gossip-Culture vielleicht nicht so gut gemacht haben, wie handhabst du das denn? Also du sprichst ja auch viel über, also basically fast nur über andere Leute. Wie gehst du damit um irgendwie diese Balance zu halten zwischen, okay, man berichtet darüber, aber man verschlimmert das nicht noch für die? Mhm. Also mein Ziel ist ja mit meinem Kanal an sich jetzt gar nicht News, Erstattung oder so. Ich bin ja gar kein News-Channel, sondern ich gucke halt immer, gibt es hinter irgendeiner Schlagzeile ein größeres Thema, was man auch abstrahieren kann. Also mir geht es an sich auch nie um die Leute an sich. Also wenn ich zum Beispiel über Timothy und Kylies Beziehung spreche, dann sind mir Timothy und Kylie egal, sondern ich finde dann das Interessante, das Gespräch drumherum, wieso denken Leute, dass Kylie zu dumm ist für einen Schauspieler. Das finde ich spannend. Das heißt, wenn es an sich eigentlich nichts dahinter gibt, gibt es von mir auch kein Video. Also es gibt auch viele Themen, zu denen sage ich gar nichts, weil ich es halt langweilig finde. Insgesamt ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, gossipt man gerade, weil es dahinter ein größeres Thema gibt, oder ist man gerade einfach nur grenzüberschreitend und gemein? Und ich finde, Gossip sollte nie da sein, um gemein zu sprechen und wirklich, ey, manche Leute machen das so auf Ernst mit Morddrohungen und Beleidigungen. Das ist für mich ein ganz anderes Problem, eine ganz andere Baustelle. Leute haben überhaupt gar keine soziale Fähigkeit, irgendwie im menschlichen Rahmen, also das gehört sich offensichtlich nicht. Ja, aber sowas gibt es auch gar nicht in meinen Kommentaren. Also ich glaube, es ist insgesamt wirklich eher die Liebe zur Popkultur, die Liebe zur Musik, zu Serien,
und das Verständnis dafür, was dahinter steckt. Und ich habe sogar das Gefühl, dass wir gerade echt in so einer Ära sind, wo die Leute ganz nachhaltig bestimmte Schlagzeilen konsumieren. Ich hoffe auch durch Kanäle wie mich. Aber ich habe das so krass gemerkt, um auch zu deutschen Influencern zu kommen, als, war das dieses Jahr oder letztes Jahr, kennt ihr Sallys Welt? Klar. Ja, ne, kennt gerade ihr. Gerade auf dem Weg hierhin über Modat gelästert. Danke, richtig. Ja. Und das ist das Einzige, was man dazu sagen muss. Und ich sag euch, noch vor ein paar Jahren, als Bibi sich von Julian getrennt hat, wurde Bibi ja wie eine Hexe gejagt. Also sie wurde ja wirklich Schlampe, schlechte Mutter, ich erkenne sie nicht wieder. Und all diese Sachen. Und ich war halt, ich überlege gerade, warte, droppe ich das kurz? Drop S. Also, ich habe von Anfang an Videos sehr pro Bibi gemacht, weil wir lieben Frauen, die Entscheidungen treffen. Hat dich Julian abgemahnt? Ich bin immer, wie bitte? Hat dich Julian abgemahnt? Nein, Julian hat mich nicht abgemahnt. Okay. Was soll der mich abmahnen? Ich habe nur die Wahrheit gesprochen. Aber, also, ich muss gerade voll aufpassen, was ich sage. Das war damals so das Gespräch. Und jetzt bei Sally ist es ja so, die Leute waren direkt so, slay Sally. Direkt so, ey, Murat voll der Komische. Die haben direkt das Spiel gecheckt. Die haben genau verstanden, dass Murat genau das Gleiche macht wie Julienko. Dass Murat wirklich in Talkshows geht und seine Ex-Frau schlecht redet. Aber immer so zwischen den Zeilen, immer so auf Nice Guy. Und also ich kann nur sagen, jemand aus Sallys Team hat mir schon mal geschrieben und meinte so, ey, wir dürfen nichts dazu sagen, aber danke. So. Und das ist aber für mich ein perfektes Bild für, wie es noch vor ein paar Jahren war versus jetzt und warum Leute auch beim Gossiping dazulernen und auch verstehen, dass sich die Geschichte immer wiederholt und dass sie auch verstehen, dass das Reden über andere ein Social Skill ist und dass man da eigentlich sehr, sehr tiefgründig und sehr wertegetrieben rangehen kann und dass es halt total viel über uns aussagt. Denken wir uns, boah, Sally, tolle Frau, die behält alles für sich, die macht einfach weiter ihre Arbeit, da sind Kinder im Spiel, die ist einfach professionell und sagt nichts. Und einem Murat, der, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Punkt. Voll, also ich finde das voll gut, dass du das sagst, weil ganz oft heißt es ja auch bei, gerade bei Influencern, Content-Creatern und so weiter, wird sich ja oft drüber lustig gemacht über die Arbeit von zum Beispiel Journalistinnen. Und generell Fan da sein, deswegen finde ich auch so cool, dass du gesagt hast, du warst einfach immer Fan von Sachen, wird ja auch immer total runtergeredet, als wenn man halt einfach so ein Keck, der jetzt allen hinterher hechelt, die auch nur 1% irgendwie prominent sind. Und ich finde, dass sich das langsam shiftet durch Leute wie dich in der Öffentlichkeit so wichtig, weil Fan zu sein ist ja nicht per se was Schlechtes. Also wir sind ja alle keine, eigentlich ist Teenager nicht mal ein gutes Beispiel, weil da ist man ja eher offen Fan, aber man ist jetzt ja nicht mehr so dieses, so, ich finde nichts cool und so. Das, also da sind wir doch over it mittlerweile und deswegen finde ich das so gut, weil ich und die Herangehensweise von jemandem, der einfach ehrlich sagt, ich bin Fan, irgendwie 100-mal wohlwollender und 100-mal hat einen einfach anderen Blick darauf, als wenn jemand das wirklich als seinen Job so abarbeitet, das zu machen. Und klar, das gilt zum Beispiel vielleicht nicht für Themen wie Politik. Also da muss man ja, also da sollte man kein Fan sein von irgendwem. Aber wenn es um Popkultur, um Themen wie Musik, Filme und so weiter geht, eigentlich so die schönen Künste des Lebens, warum sollte man da kein Fan sein, wenn man darüber berichtet? Deswegen finde ich das so wichtig, dass es eben auch mittlerweile in der Berichterstattung des Content von dir 100-mal mehr Leute auch erreicht als so ein klassischer Newsartikel bei Gala oder so. Und sorry, Gala. Und ja, es gibt mittlerweile, finde ich, auch sehr viele so YouTuberInnen, wo ich jetzt vielleicht auch nicht immer alles geil finde, aber zu sehen, dass das so auch in Massen konsumiert wird, wie zum Beispiel so eine, da finde ich nicht alles gut, aber einiges gut, zum Beispiel ist eine Saschka so, die ja auch super einordnend über so Gossip-Themen spricht oder kennst du Unico, den Drama Detective? Na klar. Das ist mein Favorite. Ja, love him. Also, dass es so Leute jetzt gibt, die eher so diese Commentary-Videos machen, aber aus so einer Fansicht heraus, ich finde das so, so erfrischend und ich finde das, ich hoffe, dass das auch langfristig bedeutet, dass eben so klassische Journalistinnen, die irgendwie in Popkultur und diesem Bereich arbeiten, auch so ein bisschen umdenken müssen, weil dieses reine einfach nur erzählen ohne einordnen ist lame, will keiner mehr. Und dieses Gemeine ist irgendwie auch so, geht zum Glück langsam nicht mehr durch. Mich hat das immer mega, mega gestört, wie herablassend man über Fangirls redet. Und Fangirl zu sein, war wirklich meine ganze Brand als Teenagerin. Ich war Fangirl Number One von One Direction, immer noch. Mein erstes Konzert, meine erste große Liebe, mein Ein und Alles. Ich hatte auch einen Fanblog, also es war a whole thing. Aber für mich, auch bis heute, einer der
wichtigsten Jahre, weil ich auch voll viele Skills in der Zeit gewonnen habe. Darüber habe ich vorhin bei meinem Vortrag auch gesprochen, dass Leute ja auch nicht verstehen, dass man Fangirl ja auch nicht ist in einem Vakuum, sondern auch oft eingebettet in der Community und man ja voll viel lernt. Also ich habe zum Beispiel durchs Fansein Englisch gelernt. Ich habe durch das Fansein, ich habe ja wirklich meinen eigenen Blog gehabt. Das heißt, das war das erste Mal, dass ich mir so HTML-Skills angeeignet habe, was halt Soft-Programmiersprache war. Und das hat sich ja später voll umgewandelt. Ich habe ja dann wirklich im Master auch, ich hatte einen super technischen Master, wo ich dann auch richtig programmiert habe. Und thank you One Direction. Also ganz sicher ja auch, dass ich sowieso auf Englisch studiert habe. Das kam alles durch Harry. Dankeschön. Und sowieso, so viele Fangirls können richtig krass Fan-Edits malen, also wirklich zeichnen, mit dem iPad malen, was sie alles für heftige Filme schneiden auf CapCut. Ich bin manchmal auf TikTok und ich denke mir so, hä, ihr seid so krass. Da ist so ein Skillset dahinter. Fanfictions. Digga, stopp. Stopp. Oh mein Gott. Nein, Leute, ihr versteht das nicht. Wattpad ist gar nicht mehr so ein Ding. Aber früher, guck mal, habt ihr After im Kino geguckt? Ich war die Person, ich habe noch After auf Wattpad gelesen mit 13, als das ein Harry Styles Fanfiction war. Okay, so war das nämlich. Und die war so krass. Die hat jeden Tag ein Kapitel hochgeladen. Das ist so eine Art von Commitment. Ey, das ist so eine Kraft, das ist so ein Talent und das ist so ein richtiges Hobby, was die Leute nicht ernst nehmen aus irgendeinem Grund. Die Leute nähen Kostüme, die basteln Freundschaftsarmbänder. Also Fan zu sein heißt so viel und es ist ein ernstzunehmendes Hobby, weil das heißt ja nicht, dass ich die ganze Zeit nur auf TikTok chille, sondern ich rede mit Menschen. Und viele Fans kommen ja auch zusammen, gehen auf Straßen. Free Britney war am Ende auch eine fangeleitete Bewegung und ich liebe Fangirls. Ey, ich bin auch neidisch, wisst ihr, weil ich bin jetzt mittlerweile in so einem Alter, es ist gar nicht mehr so, also klar, ich werde umkippen bei Taylor in ein paar Wochen, aber so richtig krass, man wird so erwachsen und das ist eigentlich richtig traurig. Fangirls zu sein, Hammer. Ich hoffe so sehr, falls ich Kinder haben sollte, dass es auch Mädels sind, weil ich will Fangirls im Haushalt haben. Das ist so eine Kraft, so eine Energie. Ich liebe das, wenn Mädels heulen. Weil ist noch teuer, aber. Ja, okay, aber geil. Gut investiertes Geld. Lass lieber auf Konzerte gehen, als dass du Tennis spielst. Wirklich, ich bin dabei. Wir gehen überall hin. Ich liebe diese Kraft. Ich freue mich so sehr auf die ganzen Konzerte dieses Jahr. Einfach für diese Energie. Also wirklich, lass uns kämpfen für Fangirls. Wenn du willst, können wir einen gemeinsamen Nenner finden, musikalisch und nochmal einen Fanclub machen. Ja, safe! Ach so, aber du bist ja nicht so eine Taylor-Maus, ne? Nee, gar nicht. Ja, aber kommen wir gleich dazu. Okay. Aber, nee. Traurig. Rihanna? Ja, Rihanna, geil. Okay. Geil. Rihanna hat es. Na klar. Okay. Zum Thema, wie man mit so Themen medial gut umgehen kann. Ich würde einfach mal was vorlesen, was ich letztens aufgeschrieben habe, weil mein Gehirn ist komplett matsch. Ich habe es schon allen heute 20 Mal erzählt, aber ich habe durchgemacht. Actually, sie hat einfach durchgemacht. Checkt ihr das, wie krass sie ist? Nee, es ist nicht krass, Leute. Also wirklich, wir sind aus dem Alter raus, wo wir das romantisieren. Ich fühle mich echt wie so ein Teenager, der zu viel Monster Energy gesoffen hat und jetzt so... oh mein Gott. Das ist disgusting. Nein, ich finde es trotzdem heftig, dass du gerade lebst. Ich war in Rumänien bis heute Morgen um 5. Und euch zuliebe, Leute, for the culture bin ich jetzt hier. Nee, ich habe einfach... Nein, ich bin einfach extrem dumm in Sachen Planen und Zeitplanung und dachte so, ja, easy, schaffe ich das. Und nicht drüber nachgedacht, dass ich eh vor 3 nicht schlafen kann, aka die Zeit, wo ich zum Flughafen musste. Also ich bin komplett durch, Leute. Deshalb entschuldigt, falls irgendwas weird ist. Es ist super. Schlafmangel. Bevor ich mein Hirn jetzt noch mehr anstrengen muss, lese ich einfach was vor. Ich habe nämlich in einem Buch was geschrieben. Genau, und da habe ich auch ein Kapitel drüber geschrieben, wie mit psychisch kranken Frauen umgegangen wird in Medien und ein bisschen so Regeln aufgezählt, wie es gut laufen kann und was auch so ein bisschen meine Danke-Gut-Regeln sind. Beim Endeffekt mache ich das ja auch. Ich rede ja über Promis, die irgendeine psychische Krankheit haben oder irgendwas in die Richtung. Und das ist auch da nicht immer so easy, das gut hinzukriegen. Deswegen, ich lese jetzt einfach mal vor. So. Wenn psychische Erkrankungen in den Medien vorkommen, geht es mir weniger um das Ob oder um die Häufigkeit, sondern um das Was und Wie. Was wird wie offen thematisiert? Müssten nicht also auch Themen wie Schizophrenie und Psychosen, Suchterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen und so weiter von Vorurteilen befreit werden? Beim Wie stellen sich Fragen wie, wird dramatisiert, wird skandalisiert, ist der Faktor Unterhaltung größer als der Faktor Aufklärung, wird die Beschäftigung mit Mental Health gerade als Diversity-Marketing-Tool verkauft, werden Stigmata reproduziert?
Wenn es um eine bestimmte Person und ihre psychische Erkrankung geht, hat sie sich gegen eine öffentliche Schilderung ihres Zustands ausgesprochen? Wissen wir das überhaupt? Wenn die Antwort auf all diese Fragen Nein lautet, bin ich erstmal dabei und für eine öffentliche Thematisierung. Und genau, das sind auch so ungefähr meine Danke-Gut-Regeln. Also erstmal irgendwie versuchen, alles abzubilden. Also bei mir ist natürlich immer so noch mehr so dieses psychologische Fokus. Deswegen, klar, bei uns wird das immer einmal von einem Psychologen abgenommen, damit so die professionelle Ebene da ist. Dann natürlich die Betroffenenperspektive, dadurch, dass ja jemand da sitzt, der betroffen ist. Es wird immer gegengecheckt, ob Stereotype reproduziert werden, weil klar, es gibt Krankheitsbilder, wo ich mich zum Beispiel nicht so gut auskenne. Und ist die Person wirklich 1000% einverstanden mit allem, was da gesagt wird auch? Deswegen wird im Vorfeld abgesprochen, welche Themen sind okay, welche nicht, was darf drinbleiben, was nicht. Deswegen spreche ich zum Beispiel auch nicht mit Leuten, die in akuten Episoden sind, weil ich dann davon ausgehe, vielleicht bereuen die das in einem Monat wieder. Genau, also ich glaube, nicht jede Danke-Gut-Folge ist perfekt, was so Medienethik angeht, aber ich habe da so klare Regeln, die wir alle versuchen in der Redaktion irgendwie zu befolgen. Und ich habe das Gefühl, so, das findet halt nicht so oft statt. Also wie gesagt, ich finde interessanterweise viel mehr ethisch bei so Leuten wie eben dir und den aufgezählten Leuten, die nicht diese klassische journalistische Ausbildung haben, aber dann wiederum sitzen der wirklich ausgebildete Redakteure, Redakteurinnen bei Gala, Stern, Spiegel und so weiter. Und da ist irgendwie an so journalistischer Ethik gar nichts vorhanden, habe ich das Gefühl. Also ich muss auch nichts dazu sagen, ich wollte einfach nur sagen, was so meine Herangehensweise ist an die Themen, weil ich finde schon, man kann das schon hinkriegen. Also es wird immer so dargestellt, als wäre es so super kompliziert, über diese Themen zu sprechen. Actually, it's not. Ich finde, man kann schon sehr gut über mentale Gesundheit heutzutage sprechen, ohne Leute in den Dreck damit zu ziehen. Ja, ich würde dazu tatsächlich schon gern was sagen, weil ich glaube, der Unterschied ist jetzt gar nicht die journalistische Ausbildung oder so, sondern einfach ein Verständnis für Menschen. Und meine unpopular opinion ist ja auch, dass junge Menschen empathischer sind als ältere. Ich liebe junge Leute, ohne Witz. Also ich zum Beispiel, und wirklich viele junge Leute können den Raum lesen. Man weiß, manche Sachen sagt man nicht, weil man weiß nicht, wer am Tisch sitzt, manche Fragen stellt man nicht. Ey, und ich weiß einfach, wenn ich mit Erwachsenen und wirklich, also wir sind auch Erwachsene, aber wirklich älteren Leuten sitze, ich muss halt die Zeit stoppen. Ich weiß, in den nächsten Minuten, es wird irgendwas kommen, was gar nicht geht, was voll unsensibel ist. Und ich glaube, das ist das Ding, weil in diesen Redaktionen sitzen halt oft ältere Leute. Und das ist es auch schon. Die haben oft gar nicht das Verständnis dafür, dass, wenn sich Britney Spears die Haare abrasiert, dass das jetzt nicht crazy war, sondern dass wir froh sein können, dass Britney noch lebt. Und dieses Verständnis fehlt halt einfach bei älteren Generationen. Und das ist nicht, weil das schlechte Menschen sind, gar auf gar keinen Fall. Die kommenden Generationen werden auch denken, wir waren ignorant as hell. Aber das ist einfach der Prozess. Also wir haben einfach ein anderes Verständnis, weil wir viel bewusster auch damit umgehen. So, wir reden halt in unseren Umfeldern, wir reden über solche Themen. Und allein sowas wie, dass du mich ja jetzt gerade gefragt hast, ganz am Anfang der Folge, wie geht's dir? Und ich weiß schon, worauf du hinaus bist, weil du willst jetzt nicht hören. Gut, und dir? Das ist ja bei den älteren Generationen, zum Beispiel bei unseren Eltern, die würden ja niemals über Silikon-Pop-Bälle reden, um Stress abzubauen. Also das ist ja einfach nicht, das ist halt einfach die Natur des Gesprächs, die sich entwickelt. Und ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Worüber reden die dann die ganze Zeit? Über andere. Ja, probably. Wir haben ja im Vorfeld gesagt, wir wollen uns vielleicht auf so ein paar Beispiele festlegen, über die wir so reden, wo man vor allem auch so ein Negativbeispiel hat, wie mit den Leuten umgegangen wurde in der Öffentlichkeit. Und es gibt super viele, du hast über so viele Leute berichtet, aber ich würde sagen, weil du es jetzt ein paar Mal angesprochen hast, lass über Taylor Swift reden. Oh, ich habe absolut keine Ahnung, hier sitzt der größte Swiftie, den ich kenne, neben mir. Ich hasse das Wort Swiftie übrigens. Ja? Ne? Ey, ich finde das so schlimm, dieses Wort, und ich weiß, alle benutzen das, aber ich will das gar nicht sagen. Soll ich dich anders nennen? Taylor Swifts Schwester. Taylor Swifts Schwester sitzt hier neben mir. Finde ich gut. Ich habe mich jetzt das erste Mal vorgestellt. Und ich finde, das klingt gut. Ich behalte das einfach bei. Okay. Safe. Ich würde einfach dir jetzt das Wort überlassen, weil ich habe absolut keine Ahnung von Taylor Swift. Ich habe interessanterweise vor 2 Wochen das erste Mal so mich richtig mit ihr befasst. Ich muss sagen, ist einfach nicht meine Musik. Ich habe gar nicht so diese, ich hate sie gar nicht, null. Ist einfach nicht so meine Musik. Und wenn man ja 2-3 Mal Sachen von jemandem hört und man kommt nicht so rein, dann verfolgt man es einfach nicht weiter. Habe aber tatsächlich im Podcast eingesprochen, wo ich einfach so eine, ja, es war halt vorgeskriptet und da hat jemand sich die Mühe gemacht, wirklich auf 30 Seiten ihr ganzes Leben aufzuschreiben und ich habe es eingesprochen, da war ich so, ah, okay, interesting, da habe ich auch gemerkt, okay, ich hatte auch ein paar Vorurteile und ein paar Dinge, die ich nicht wusste, aber ja, da ich hier mit ihrer Schwester rede und ihr zusammen auf dem
Spielplatzwart, würde ich sagen. Ich überlasse einfach dir das Sprechen, weil mein Gehirn nimmt auch langsam ab an Energie. Oh mein Gott. Kisan, tell me about Taylor Swift. Wie war das bei ihr? Wie wurde mit ihr umgegangen? Erzähl mir einfach alles, was ich wissen muss. Okay, also kurz so zum Kontext. Ich verfolge Taylor schon seitdem, also seit Love Story 2009. Wie alt war ich da? 11. Ah. genau, größter Fan ever. Lief auch auf MTV. Seitdem bin ich Fan Number One. Und Psyche und mentale Gesundheit war bei Taylor eigentlich die ersten Jahre kein Thema. Ich glaube, das war auch der Zeit geschuldet. American Sweetheart hieß halt, du bist dankbar für alles. Du sagst zu allem, egal wie stressig es ist, oh, ich bin dankbar, ich würde mich niemals beschweren. Und deswegen wurde Taylor von allen immer so als American Darling abgestempelt. Sie war professionell, diszipliniert, sie hat sich nicht beschwert. Und das waren alles, und sind teilweise auch immer noch sehr gute Eigenschaften, das muss man sagen. Ne? Also man hört von Taylor bis heute, sie ist die professionellste, höflichste, zuverlässigste Person immer am Set. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb sie so weit gekommen ist. Aber dadurch, dass sie ja auch schon so lange berühmt ist, ist es bei ihr, glaube ich, schon irgendwann so gewesen, dass Menschen sie ein bisschen wie so eine Maschine oder wie so einen Roboter wahrgenommen haben. Sie ist perfekt. Sie hat alles. So, she shows up, sie ist pünktlich, sie liefert ab. Sie hat in ihrer ganzen Karriere, ey, und wie lange ist diese Frau schon am Performen? Wirklich über 10 Jahre. Gebt euch das, sie hat 2 Konzerte in ihrem Leben abgesagt. Und das war halt einmal, weil ein Fan gestorben ist und man das nicht wiederholen wollte. Und einmal, weil es einen Putschversuch gab bei einem in dem Land, wo sie auftreten wollte. Also es sind Gründe, da musste sogar Taylor sagen, okay, nee, ich performe jetzt nicht. Aber die ist immer, immer da. Hey, es gibt auch Leute, die machen durch und kommen auch zu ihren Auftritten. Safe. Mhm. Und das respektiere ich. Wisst ihr? Und dann gibt es halt andere Leute, die fühlen sich nicht so gut und sagen ein Konzert ab. Aber das gab es halt bei Taylor nicht. Taylor war immer zuverlässig. Und es fing dann halt so an, dass sie 2016 fast gecancelt wurde. Ich mag übrigens das Wort canceln auch nicht. Leute werden nicht gecancelt, das existiert nicht, leider nicht, aber ja, fast gecancelt. Sie hat sich so gefühlt, als wäre sie fast gecancelt worden. Und sie ist untergetaucht. Kannst du noch mal erzählen, warum? Oh, wo fangen wir da an? Long story short, Kim Kardashian hat eine Videoaufnahme auf Snapchat veröffentlicht. Oh Leute, ihr hättet dabei sein müssen, das war so schlimm als Taylor-Fan. Oh mein Gott. Wo ein Gespräch zu sehen war zwischen Kanye West und Taylor Swift. Kanye ruft sie an, hey Taylor, ich habe hier einen Song und ich name-drop dich. Ist es okay? Hier, hörst du dir an. Er sagt eine Line. Taylor sagt so in diesem Zusammenschnitt, ja klar, voll das Kompliment. Der Song kommt raus. Taylor sagt so, hey, ich wusste nicht, dass er diesen Song über mich droppt. Dann zeigt aber Kim Kardashian die Receipts und alle so, hey Taylor, aber du wusstest doch von dem Song, wir haben es doch gehört. Und Taylor steht als absolute Lügnerin da. Jahre später finden wir heraus, das Telefonat war viel, viel länger. Taylor hat nicht den ganzen Song gehört und Taylor war sich eigentlich super unsicher. Aber das Problem war einfach, dass Team Taylor vorher gesagt hat, Kanye hat nie nach Erlaubnis gefragt. Und das war halt nicht ganz die Wahrheit. Und nochmal zum Kontext, der Song ist ja famous von Kanye. Also die Line kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie sowas freigibt. Der hat ja gesagt, we might still have sex. Also ich bezweifle, dass die das wirklich so freigegeben hat. Und das hat sie tatsächlich freigegeben, nur nicht die Line danach, I made that bitch famous. Das mit Sex hat sie freigegeben? Das hat sie freigegeben. Aber wenn man das ganze Telefonat hört, ist sie halt auch sehr so, ey, ich weiß nicht. Und es klingt halt schon wie, Taylor wollte einfach endlich kein Beef mehr haben mit Kanye West. Aber das Klima war damals halt auch so, es waren eh alle genervt von Taylor. Es war ungefähr wie jetzt, aber noch viel schlimmer. Die haben sich richtig gefreut, dass Taylor jetzt endlich mal weg ist. Die war überall, alle waren genervt. Ich habe auch neulich den Begriff gehört, to be womaned. Das ist, wenn du einfach einen Shitstorm bekommst dafür, dass du existierst, weil die Leute dich einfach irgendwann nervig finden als Frau. So, das war bei Addison Rae auch so. Die hat irgendwie einmal einen dummen TikTok gemacht und alle waren so, boah, endlich, die hat eh die ganze Zeit genervt. Interessantes Konzept, so war das ein bisschen bei Taylor. Nur, dass Taylor halt wirklich dachte, okay, sie ist halt raus, ihre Karriere ist vorbei. Und danach gab es einen Shift bei Taylor und bei Mental Health. Zum ersten Mal hat sie danach in Interviews, also während Reputation hat sie keine gegeben, aber dann während Lover, hat sie so ab und zu mal angedeutet, dass es ihr wirklich nicht gut ging. Ich habe damals als Fan schon gelesen, okay, die hatte eine Depression, aber sie hat es so nicht gesagt. Und dann noch mal Jahre später kommen Folklore und Evermore raus, wo Taylor ja fiktive Alben geschrieben hat, die nicht fiktiv waren und wo es sehr viel auch um Suizid ging, zum Beispiel in dem Song Evermore oder auch This Is Me Trying, und wo Taylor ja immer gesagt hat, es geht da um einen Mann, der Alkoholiker ist
seit 5 Tagen wissen wir, Taylor war Alkoholikerin, aber sie war halt einfach noch nicht so weit. Sie konnte das halt einfach nicht erzählen. Aber da hat man dann als Fan auch gemerkt, okay, es waren halt Themen und für Taylor war 2016 einfach keine leichte Zeit. Nochmal fast forward zu Midnights, das ehrlichste Album, was Taylor halt bis dato gedroppt hatte, wo sie ein Anti-Hero, ihr erfolgreichster Song bisher, ja sagt, also das Wort, wirklich das Kind beim Namen nennt, sie singt ja über ihre Depression. Und das ist so krass, weil voll viele, glaube ich, bis heute, weil sie auch so ein Bob ist, sehr guter Song, die Leute checken ja gar nicht, dass Taylor das ernst meint. Also Depression ist ja keine Metapher. Taylor hatte oder hat Depression, das sagt sie ganz klar in diesem Song. Und das war plötzlich so sehr krass irgendwie für alle, dass Taylor wirklich über dieses Thema singt. Und jetzt haben wir The Tortured Poets Department. Habt ihr das gehört? Okay, wir machen hier gerade zu wenig Leute so. Ja, ein paar, aber nicht alle. Daran werden wir arbeiten. Sie hat also nur 3 weitere Geschwister also hier im Raum. Naja, muss ich sagen, aber ich habe so eine Chart gestern gesehen, wo bei jedem Album verglichen wurde, wie oft Taylor das Wort Tod benutzt in ihren Alben. Mhm. Und es war wirklich so Debüt, Fearless, also alles so kaum bis gar nicht. Und dann so The Tortured Poets Department komplett hoch bis an den Kopf der Chart, weil Taylor in jedem Song wirklich über suizidale Gedanken spricht. Und auch im Prolog, und es ist sehr wichtig, Taylors Prologe zu lesen vor allem, damit man versteht, worum es geht, sagt sie wirklich, dass sie eine manische Episode hatte. Und es kann unterschiedliche Sachen heißen. Wo bringt sie diese Prologe raus? Oder die sind meistens im Booklet drin, wenn man okay. die CD kauft, mhm. aber ist dann ja innerhalb von 2 Sekunden auf Twitter. Und das ist halt super krass, weil auch in diesen Songs, wenn man das durch diese Brille sieht, was Taylor erlebt hat eigentlich alles letztes Jahr im Privatleben und dann halt auch diese Tour, die sie da gestemmt hat, und dann plötzlich dieses, dass sie so berühmt ist wie nie zuvor und wir haben plötzlich dieses Album, wo sie sagt, sie will nicht mehr sein. Ihr ganzes Glaubenssystem wurde eigentlich aufgebröselt, weil im Privaten sehr viel passiert ist. Sie redet von einer manischen Phase, sie redet von, also da über Alkoholismus direkt im ersten Song. Das ist unfassbar. Also wie Taylor mittlerweile bereit dazu ist, über mentale Gesundheit zu sprechen, das hätte die vor 10 Jahren halt niemals gemacht. Und auch wieder, um zu Britney Spears zurückzukommen, wenn wir das mal vergleichen mit Britney Spears, wurde halt verrückt gelabelt, weil sie sich die Haare abrasiert hat. Und Taylor kann jetzt aber ein Album rausbringen, wo sie in jedem Song über suizidale Gedanken spricht. Und es würde niemand auf die Idee kommen jetzt, ein Klatschblatt zu drucken mit Taylor Swift ist crazy. Das wird halt nicht passieren, weil wir wo ganz anders einfach sind bei diesem Gespräch. Ja, ich freue mich einfach, dass Frauen sprechen können über mentale Probleme, ohne dass sie so ein Label bekommen, wie das, was sie noch vor 20 Jahren bekommen haben. Du hast ja gerade angesprochen, dass diese ganze Kanye, Kim Kardashian-Sache so schon einer der großen, was Plural von Knalls in Taylors Leben war. Also auch für ihre Außenwahrnehmung, für wahrscheinlich ihre mentale Gesundheit und so weiter. Da hat sie jetzt ja auf dem Album das ja auch aufgearbeitet. Magst du mal dazu noch was erzählen? Oh mein Gott, Leute, das ist so lustig. Taylor hat das schon vorher in Alben aufgearbeitet, aber wir haben jetzt wieder einen Song, der heißt Thank You Amy. Und das K und das I und das M im Titel sind halt groß, weil Amy halt Kim ist. Und sie singt die ganze Zeit Fuck You Amy und es ist so lustig, es ist wirklich ganz fantastisch, aber sehr interessant eigentlich im Song, weil das ist so krass, sie sagt wirklich, ich bin live gegangen, während ich auf dieses Album reagiert habe und ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil sie singt, ja, meine Mutter ist eine heilige Frau, das weiß jeder, Taylor liebt ihre Mutter, das sieht man auch in all ihren Werken, aber selbst meine Mutter hat gesagt, sie wünschte, du wärst tot. Das ist so, ich war so, oh mein Gott, Taylor ist so unhinged, ihr ist alles egal, sie droppt alles. Wow, es gibt so viele Momente auf dem Album, wo ich mir denke, das hättest du niemals aus mir rausbekommen. Das hätte ich niemals zugegeben, aber Taylor doesn't give a fuck. Ja, aber sie singt halt auch in diesem Song darüber, dass sie Kim hasst, obviously, dass sie nicht glaubt, dass Kim sich jemals verändern wird. Aber sie dankt Kim auch im Song. Sie sagt auch, so in einem stillen Moment weiß ich, da wo ich jetzt bin, mit der Eras Tour, mit meinen Re-Recordings, so all das, hat leider auch was damit zu tun, dass ich damals gecancelt wurde und ich muss dir leider auch danken. Und das ist schon auch ein sehr ehrlicher Moment in dem Album. Also thank you, Amy. Gönnt euch das mal. Und es ist auch krass, wenn man sich einfach mal überlegt, okay, wen hasst man so richtig im Leben? Dann schreit man einfach fuck you, Amy. Das ist richtig befreiend, während man das hört. Und trotzdem halt so ein bisschen dieses Vergebende
und dass man nicht total verbittert ist, während man diesen Song schreit. Schon gut, ein guter Moment, ja. Aber ich finde es auch gerade deshalb wichtig, dass du jetzt so viel über Taylor erzählst, weil wir haben ja eine ganze Danke-Gut-Folge nur zu Kanye. Und das finde ich auch wichtig, weil da geht es ja um ganz andere Themen, ne? Also generell so dieses Pathologisieren schwarzer Männer, der Unterschied zwischen wie frame Medien ihn zu Sachen, die er selber sagt. Zum Beispiel habe ich das Gefühl, wird für Kanye von Fans und Medien viel häufiger eine Entschuldigung gesucht, während er selber nie eine Entschuldigung wollte für sein Verhalten. Also er hat nie gesagt, ich bin bipolar, entschuldigt alles, das machen eher andere. Also ich finde das auch ein Thema für sich, was voll wichtig ist, so exemplarisch, aber tatsächlich eben in dieser ganzen Sache darf man nicht vergessen, dass ja auch Leute gelitten haben unter seinem Verhalten über die Jahre immer wieder und eine Person ist halt Taylor Swift. Deswegen ist es mir irgendwie umso wichtiger, das so als Gegenpol jetzt auch drin zu haben, weil es ist schon in Vergessenheit geraten, wie es ihr eigentlich ging nach diesem ganzen Kanye-Eklat damals, was sich ja auch über Jahre gezogen hat, deswegen auch jetzt irgendwie spannend und vielleicht auch ein Abschluss mit dem Song dieser ganzen Ära des Beefs zwischen den dreien. Oder was denkst du, wie geht das jetzt weiter? Denkst du, das ist jetzt so, okay, ist endlich abgeschlossen für Taylor? Sie konnte jetzt auch das teilen mit Medien, mit Öffentlichkeit, mit Fans und das ist jetzt kein Thema, weil das sieht sich jetzt auch bald seit 10 Jahren, ne? Diese Kanye-Thematik. Man muss dazu aber sagen, eigentlich, also Thank You Amy gilt wirklich nur Kim. Das gilt gar nicht Kanye. Und ich glaube, das sind auch zwei sehr unterschiedliche Themen. Taylor hat mit Kanye eine sehr lange Geschichte, angefangen bei den VMAs 2009, als er ihr diesen Award aus der Hand gerissen hat. Aber das war ja eigentlich geklärt. Die beiden waren ja befreundet wieder ab 2015, auch wegen Jay-Z. Das Ding war da halt, dass sehr viel hinter den Kulissen passiert ist, dass Taylor, also dass Kanye immer wieder Sachen gemacht hat, von denen wir gar nichts mitbekommen haben. Das hat Taylor dann aber mal in einem Interview erzählt, 2019. Was dann dafür gesorgt hat, dass Taylor so sauer war während dieser famous Line, oh, mein Mikrofon fast runtergefallen. Und eigentlich hat sie damit schon abgerechnet nach This is why we can't have nice things. Also Kanye ist gar nicht so eine prominente Figur in Taylors Musik. Es geht eher um die Zeit 2016, als sie gecancelt wurde, wegen Kim. Kanye hat diese Videos nicht veröffentlicht. Kanye hat das gar nicht gejuckt, to be frank. Der hätte diese Videos auch nicht veröffentlicht. Das war schon Kim, das muss man dazu sagen. Und Kanye taucht so an sich nicht mehr auf. Glaube ich auch nicht, dass das nochmal kommen wird. Ach so, I forgot that you existed, da wird er noch mal ein bisschen genamedroppt, aber der Name vom Song sagt ja auch schon, wie sie dazu steht. Ja, ich glaube, die Zeit 2016 wird immer wieder vorkommen, weil Taylor eine melancholische Maus ist und weil es auch in Evermore, also dem Song Evermore, um die Zeit 2016 geht und Taylor sich sehr gerne auch traurigen Zeiten aus ihrem Leben bedient für ihre Kunst. Aber ich glaube, Kanye ist gar nicht so eine prominente Rolle wie andere in ihrem Leben. Also da sehe ich eher so Scooter Braun, Scott Bruschetta, ich will immer Bruschetta sagen, das ist schrecklich. Bruschetta. Ich kann diesen Nachnamen auch nicht schreiben. Und Kim. Also ich glaube tatsächlich, die haben ihr viel mehr wehgetan. Okay. Hat sie diese Themen eigentlich dann auch so offen in Interviews und so aufgearbeitet oder nur in ihrer Musik? Taylor gibt keine Interviews mehr. Was echt schade ist, weil in meinem DeLulu-Kopf denke ich ja so, ich will sie interviewen, aber warum nicht? Warum gibt sie keine Interviews mehr? Also die braucht das gar nicht mehr. Also für Promo sowieso nicht. Die einzigen Leute, die sie vielleicht in diesem Leben noch für Interviews bekommen würden, wären halt so Leute wie Zach Lowe. Das sind halt Interviewer, die wirklich mit ihr nur über Songwriting reden. Und alle Interviews, die wir die letzten 5 Jahre bekommen haben, das war strikt Songwriting. Die persönlichsten Interviews haben wir noch 2019 bekommen, wo Taylor ein bisschen über Persönliches geredet hat, aber das ist halt 6 Jahre her. Taylors Musik spricht für sich, Taylor will eigentlich nur über ihre Kunst reden und da gibt es halt nur sehr gewählte Interviewer, die das machen. Und ich würde es aber auch so machen. Also Taylor, hit me up. Ich werde nur mit dir über Songwriting reden. Ich habe so viele Fragen. Weil du kannst ja Deutsch. Deswegen hör das und ruf mich an. Ich würde es dir wünschen, aber ihr seid ja verwandt, deswegen sollte es eigentlich. Ja, sie weiß ja nichts von dieser Verwandtschaft leider. Wir haben halt fast am gleichen Tag Geburtstag und so, aber sie weiß davon ja gar nichts. Okay. Leider. Eine Sache, die ja bei Promis vor allem auf diesem Level ja immer eine Rolle spielt, wenn man auch über mentale Gesundheit spricht, ist so, ja, denen geht's kacke, aber die haben ja Geld. Und ich meine, Taylor ist eine der reichsten Personen im Musikbusiness. Wie siehst du das? Weil ja, also ich sehe zum Beispiel auch, klar, die hat viel mehr Möglichkeiten, wenn was vorliegt, das zu behandeln. Und die hat viel mehr Möglichkeiten, auch präventiv irgendwie zu handeln. Weil klar, mentale Gesundheit ist schon beeinflussbar von äußeren Faktoren wie Existenzängste und solche Sachen. Und was kannst du wirklich auch tun, um zu behandeln, wenn mal was da ist? Ja, ich persönlich denke trotzdem, wenn es dir kacke geht, geht es dir halt kacke, dann bringen dir deine Milliarden auch nichts. Aber ja, wie siehst du das? Weil Taylor ist schon eine Person, die trotz all dieser Sachen, die du erzählst, viel gehatet und auch viel kritisiert wird. Also ich sehe das ein bisschen zwiegespalten, weil es ist halt so, wenn du berühmt bist und reich, du hast halt tolle Ressourcen. Und das ist halt schon etwas, allein dass Stars in and out of Rehab gehen können, wenn es denen gerade nicht gut geht,
Allein, dass die so schnipsen müssen und die haben wahrscheinlich 100 Psychotherapeuten und Heilpraktiker und Coaches, die da stehen. Durchgehende Betreuung. Also an sich kann man sich da schon mehr leisten. Und das ist mir schon auch wichtig zu sagen, weil man kann das eigentlich nicht vergleichen mit dem Otto-Normalverbraucher. Es ist sehr, sehr schwer, allein in Deutschland überhaupt einen Therapieplatz zu bekommen. Und das ist eigentlich, also es hilft halt so sehr, wenn du einen Therapeuten hast oder irgendwen, der dir zuhört. Und da sind natürlich Stars auf einer anderen Ebene. Da wollen wahrscheinlich zu viele Leute mit denen reden. Das Ding, was ich eher sehe, ist, dass viele Stars ja erst durch das Business psychische Erkrankungen bekommen. Also das sind ja oft Menschen, die haben vorher, soweit wir wissen, keine Vorerkrankungen, keine Themen in dem Bereich gehabt. Ich muss jetzt gerade auch an Meghan Markle denken, weil Meghan Markle ist ja zum Beispiel eine Person, die hatte ja vorher, so wie es scheint, eigentlich ja auch schon ein gutes Leben. Ne? Die war bekannt, die hatte einen stabilen Job, die hat da ihre Wohltätigkeitssachen gemacht. Also alles, was man da in der Doku gesehen hat über sie auf Netflix, die war ja happy. Die hat sich dann halt einfach verliebt in jemanden, der dafür gesorgt hat, dass sie von der ganzen Welt aufs Tiefste gemobbt und rassistisch beleidigt wurde. Und damit hat das ja erst angefangen bei ihr. Die Depression, die Ängste, so weit für die Leute, die die Doku gesehen haben, also sie sagt es wirklich so, die hatte suizidale Gedanken und die war hochschwanger. Die wollte nicht mehr, dass Prinz Harry sogar Termine absagen musste, weil er dachte, wenn sie jetzt mehrere Stunden alleine zu Hause ist, und es hat ja auch niemanden im Königshaus gejuckt, also Meghan Markle durfte keine Therapeutin haben. Und das ist nämlich krass, weil das Königshaus Angst hatte, dass das rauskommt, dass irgendjemand psychische Probleme hat. Also da gibt es keine psychische Betreuung für Meghan Markle. Und Prinz Harry dachte, die tut sich was an, hochschwanger, wenn ich nicht da bin. Und das sind Sachen, die sind erst gekommen durch den Ruhm und durch einfach diese echt schrecklichen Bedingungen. Also bei Meghan Markle, das ist so krass, was da, wir können uns das hier nicht vorstellen, ne? Aber da wäre Bild noch Qualitätszeitung. Also wirklich Yellow Press in England ist so schlimm. Ich war jetzt vor ein paar Wochen auch wieder in London. Ey, und was da für ein Dreck steht, das ist heftig. Und das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, viele von uns, auch wenn wir psychisch stabil sind, ich glaube, wenn man erstmal berühmt ist, boah, ich glaube, da wirst du richtig getestet. Ich finde auch noch so ein Faktor, der ja auch oft dazu zählt, und da können wir vielleicht kurz über Taylors Bestie neben dir, Selena Gomez, sprechen. weil mein TikTok ist gerade zum Beispiel voll auf diesem Selena in ihrer Prime, also das ist gerade mein Algo, wo die alte Bilder von ihr zeigen, ich kann nicht. Wo sie erstens halt deutlich jünger war, dünner war und wo wahrscheinlich, ich meine, sie ist krank, die Zeichen ihrer Erkrankung noch nicht so sichtbar waren und dementsprechend anders aussah und wahrscheinlich halt more conventionally attractive. Auch das ist ein Thema, mit dem ich mich sehr viel befasse, wie mit psychisch kranken Frauen je nach Aussehen umgegangen wird, weil ich habe das Gefühl, du kannst als Frau eh nicht viel richtig machen bei dem Thema, weil wenn du zu normschön, zu gut aussiehst, dann denken Leute, na, der geht's doch gut, man sieht's ihr nicht an. Also dieses klassische Depression muss man Leuten ja auch ansehen. Wo sind deine verfilzten Haare? I don't believe you. Wenn du aber gar nicht irgendeinem Schönheitsideal entsprichst, dann ist es halt so ein bisschen, naja, diese Menschen, vor allem diese Frauen, sind ja immer unsichtbar in der Gesellschaft. Und zum Beispiel auch so, um nochmal auf Britney zurückzukommen, auch da hatte ich das Gefühl, dass diese Haare nochmal so ein riesen Shift mit sich gebracht haben, als sie einfach mal weg waren. Also der richtige Shutdown im Umgang mit ihr kam dann so richtig, als diese Haare ab waren. Also ja auch irgendwie so ein Symbol für Schönheit, diese blonden All-American-Girl-Haare, die sie hatte. Also ich glaube, Aussehen und Mental Health ist auch so ein Thema. Und genau, ja, wie siehst du das? Ich finde das mit Selena Gomez so krass, weil ich glaube wirklich, dass Pretty Privilege da eine ganz große Rolle spielt. Irgendwie sind die Leute von ihr, habe ich das Gefühl, sie ist ja mittlerweile, finde ich, so ein Gesicht für mentale Gesundheit. Also sie redet da super viel drüber, sie widmet sehr viel von ihren Projekten diesem Thema, hat ja auch selber eine eigene Foundation. Also die ist ja eigentlich mega am Start. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass sie für manche nicht mehr normschön ist, und ich sage wirklich für manche, weil viele finden sie zu Recht ja immer noch wunderschön. Also ich kriege auch immer ganz, ganz viele Kommentare, wenn ich über sie rede und über das Bodyshaming, das sie erfährt, von Leuten, dass sie finden, Selena ist die schönste Frau der Welt. Also das möchte ich ja auch abbilden. Aber viele fanden sie natürlich früher schöner, weil sie halt einfach dünner war. Das muss man wirklich so sagen. Das steckt halt dahinter. Tiefstes Bodyshaming und Fatshaming. Und dass die Leute jetzt deswegen schneller auch genervt sind von ihr. Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil am Ende des Tages, klar, wir wissen zum Beispiel jetzt faktisch, dass sie psychische Erkrankungen hat. Sie hat gesagt, sie hat die Diagnose, dass sie bipolar ist.
Aber wir wissen ja trotzdem nicht, was das jetzt eigentlich heißt. Wir wissen nicht, wie sich das bei ihr äußert. Sie hat zwar diese Doku gedroppt, My Mind and Me, und wir haben gesehen, sie ist eine richtig schwierige Person, aber sie hat das ja selber auch gar nicht eingeordnet. Liegt das jetzt an ihrer Erkrankung? War sie da schon erkrankt? Da sind wir ein bisschen alleine gelassen als Zuschauer. Und das ist auch für mich sehr schwierig, wenn ich dann zum Beispiel über Selina rede. Wie ist die Grenze zwischen, okay, Empathie haben für, vielleicht hat sie diese Sachen gesagt oder gepostet oder kommentiert, weil sie vielleicht gerade in einer Episode ist, aber ich finde es halt auch voll schwierig, das so als Theorie in den Raum zu stellen, weil ich weiß es ja nicht, aber ich weiß schon, dass sie was hat und ich will, dass wir Verständnis haben, aber irgendwie will man ja auch Leute zur Rechenschaft ziehen. Das Problem hatte ich auch voll krass bei Kanye West, weil bei Kanye war ich so, ey, der macht Sachen, das geht gar nicht, aber wiederum andere Sachen sind vielleicht verständlich, wenn man versteht, was eine bipolare Diagnose ist, aber ich kann ihm das ja jetzt auch nicht so zusprechen, weil ich weiß ja auch nicht, ob es deswegen ist. Also das ist ein richtig, richtig schmaler Grat. Und das ist für mich dann auch oft so, ich habe schon so Grundwissen über psychische Erkrankungen und deswegen weiß ich halt, es ist ein Spektrum und kann halt auch einfach sein, dass das schwierige Leute sind. Es ist sehr, sehr schwierig, finde ich, von außen dieser ja, Jingle zwischen Empathie und irgendwie ist das aber auch schon wieder grenzüberschreitend, dass ich hier sage, ja, Selina kommentiert das, weil der geht's ja auch nicht so gut. Nee, weiß ich nicht. Vielleicht war sie auch einfach assi an dem Tag. I don't know. Ja, es ist auch schwierig, weil mittlerweile sind wir mit dem Gespräch über Mental Health ja ziemlich weit gekommen und wir reden ja immer mehr drüber. Und ich glaube, so eine Problematik, die damit einhergeht, ist tatsächlich, dass es ja Leute gibt, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, es ist einfach zum Beispiel für viele mittlerweile einfach ein Marketing-Tool gewesen. Früher war es halt, keine Ahnung, war es vielleicht Herkunft und Geschlecht. Heute setzen manche Leute tatsächlich auf Mental Health. Und ich meine, ich arbeite auch in der Musikindustrie, was da jetzt mittlerweile auch so, das ist schon das neue trendy Thema halt. Und was ja immer alle paar Jahre was Neues ist. Und ich sehe schon, und das ist halt das Ding, das ist voll anmaßend. Deswegen, ich würde niemals, es ist immer ein persönliches Gefühl, ob ich jetzt jemandem was abkaufe oder nicht. Am Ende würde ich mich darauf nicht verlassen, auf mein Urteil. Aber ja, deswegen, man kann einfach schwer sagen, ja nee, ich kaufe dem das jetzt nicht ab, wenn er sagt, der hat die und die Erkrankung und das erzeugt das und das Verhalten. Kann man halt nicht machen, kann man einfach nicht machen. Aber es ist schon so, dass man mittlerweile Stars hat, die Mental Health schon auch so ein bisschen als Schutzschild benutzen. Also bei manchen, wie gesagt, finde ich schwer zu sagen, bei manchen schon ein bisschen eindeutiger. Also ich finde es... Ja, sag mal, wer, drop mal Namen. Ja, was meinst du denn? Johnny Depp. Also zum Beispiel. Wann redet Johnny Depp über mentale... Oh, das will ich ja jetzt hören. Beziehungsweise hat das Ding, ganz oft machen das ja eher die Fans als die Leute selber. Deswegen meine ich auch bei Kanye, der hat sich selber eigentlich nie so wirklich entschuldigt als, hey, ihr müsst mir alles verzeihen, ich bin bipolar. Hat er selbst eigentlich nicht gemacht, es waren immer seine Fans. Und so ist es eben auch bei so einem Johnny Depp, sind ja Leute auch so richtig hardcore am Verteidigen, so ja, also wenn der auch mal zurückgeschlagen hat, dann ja auch nur, weil es dem Kacke ging. Kevin Spacey, super krass, der hat ja auch nach Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs, hat er sich in seinem Entschuldigungsstatement geoutet. Dementsprechend lag der Fokus auf dem Outing. Und dann waren auch alle so, oh ja, der Arme, es muss so schwer gewesen sein, 50 Jahre lang das für sich zu behalten und so. Til Schweiger, der sitzt gerade in jedem Interview und erzählt, ja, ich hatte ein Alkoholproblem, ja, mir ging es voll kacke. Und das kann auch alles sein. Natürlich kann das auch schlechtes Verhalten nach sich rufen. Und das tut mir auch leid. Aber es sollte halt nicht entschuldigen, dass ihm so viele Menschen Machtmissbrauch und einfach Scheißverhalten am Set vorgeworfen haben über Jahre. Und das wird schon getan und ich glaube, das ist schon eine Entwicklung, die jetzt mit diesem offeneren Gespräch darüber mit einherging, weil sich Leute nicht mehr so schämen zu sagen, ja, ich habe ein Alkoholproblem, Depression, und deshalb habe ich das gemacht, sondern man sagt es und ja, ich finde es schwierig, wenn es in dieses Entschuldigende reinkommt, aber das muss man, glaube ich, sehr, sehr, sehr individuell betrachten und man wird da in den seltensten Fällen, glaube ich, so eine ganz klare Antwort haben, weil am Ende des Tages kennen wir die ja alle nicht. Aber ich finde es gerade sehr interessant und fast auch schon wieder ironisch, dass gerade alle deine Beispiele Männer waren, weil ich das so interessant finde, ne, dass wir immer so Frauen vorwerfen, dass sie alle fake sind, aber du hast gerade nur Männer gesagt. Und es gibt auch sehr gute männliche Beispiele actually von Männern, denen ich das halt 100% abkaufe. Deswegen will ich das nur kurz, ich weiß, darum geht es gerade gar nicht, aber mir ist auch aufgefallen, meine Beispiele waren gerade, glaube ich, vor allem Frauen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Männer in Hollywood, die extrem leiden unter dem Druck und die, so wie es auf mich wirkt, auch erst durch die Industrie krank geworden sind. Vielleicht reden wir da später auch nochmal drüber, aber wollte ich mal kurz noch als Footnote sagen. Aber ja, spannend. Eigentlich finde ich das aber eine gute Marketing-Taktik. Also ich glaube, wäre ich im Marketing, würde ich das genauso machen, bin ich ehrlich. Weil das ist ja eigentlich fantastisch. Du selbst bist komplett unter Druck, das sind ja auch alles Männer, die extrem krasse Vorwürfe haben.
und sagst einfach, ja, das ist ja für mich alles auch gar nicht leicht. Eigentlich Hammer. Hat nicht Luke Mockridge jetzt genau das Gleiche gemacht? Yep. Hat er. Iconic, actually. Also hätte ich, glaube ich, genauso gemacht in seinem Team. Hätte ich wirklich genauso gemacht. Setz dich mal dahin, vergleich mal auf jeden Fall das, was da dir passiert ist, mit einer Säureattacke. Das ist eine gute Idee. Klar. Yep. Ja, nee, ich habe auch gerade überlegt, ob mir Frauen einfallen, tatsächlich eher selten. Also wir haben vorhin kurz über Kathy Hummels gesprochen, aber das war eher so, die wollte eher was verkaufen und ich kaufe der ab, dass die ihre Probleme hat, 100%. Aber dass sie einfach einen sehr anderen Umgang mit den Themen hat als ich zum Beispiel. Also sie hat so einen Yoga-Retreat verkauft mit dem Argument gegen Depressionen. Oh mein Gott. Ja, und I mean, es hilft Leuten, es ist vollkommen legitim, aber ich finde, sobald was verkauft wird, also ich finde generell so monetarisieren davon, da bin ich immer raus. Also sobald jemand was angedreht wird als Heilversprechen, dann, nee, da bin ich dann raus. Aber also, sonst fallen mir echt nicht viele Frauen ein. Doch, also mir fällt natürlich Amber Heard. Alle denken ja bis heute, sie ist eine manipulative, chronische Lügnerin. Und bei Kendall Jenner fällt mir das auch voll auf, weil Leute Kendall einfach nicht mögen, weil sie einfach unsympathisch ist. Glauben die Leute ihr nicht, dass sie eine Angststörung hat? Und das finde ich schon krass. Ich glaube dir natürlich, dass sie eine Angststörung hat, weil die hat halt auch voll viel Druck. Alle hassen sie. Also jetzt extrem gesprochen. Sie ist jetzt nicht der beliebteste Star on the planet. Und sie weiß das auch und das tut mir halt auch voll leid. Aber die Leute machen sich ja lustig über ihre Angststörung. Ja, es ist aber immer so dieses, ja, Mental Health, bis es jemanden trifft, den man nicht mag. Ja, ganz genau. Ist ja auch in unserem Privatleben so. Also, Autsch, echt ist das so in unserem Privatleben? Ja, also ich weiß, ich finde schon, da muss ich mich auch selber reflektieren, dass ich dann teilweise auch nicht die gleiche Empathie Leuten gegenüber habe, die mir nicht sympathisch sind. Mhm. Natürlich versuche ich mich dann zusammenzureißen, aber ja, nee, es ist doch so. Also, ja, wir sollten uns zusammenreißen. Mir ja. Schreiben Leute auch die krassesten Sachen teilweise in meinen DMs und ich denke mir auch so, Mann, Alter, jeder weiß, dass ich depressed as fuck bin. Es ist mein whole Image, mein ganzer Podcast geht um nichts anderes und trotzdem schreiben Leute dann echt krasse, sehr unempathische Sachen und deswegen, glaube ich, hat das schon viel damit zu tun. Oder dass sie zum Beispiel meine Gästeauswahl kritisieren. Passiert auch ganz, ganz oft. Je nachdem, wie die halt diese Person persönlich finden. Und dann sind die auch so, ja, glaube ich nicht. Hä, der hat auf einmal Depression, kaufe ich dem nicht ab. Ich denke mir so, ja, doch. Also auch Leute, die du absolut scheiße findest und Leute, die überprivilegiert sind, Geld haben, alles, können halt trotzdem psychisch erkrankt sein. Ja, klar. Ob es uns gefällt oder nicht. Klar. Die Frage ist natürlich der Umgang dann damit, aber haben können es erstmal alle. Ja. Vielleicht noch so ein bisschen positiver Abschluss. Fallen dir so Beispiele ein, wo sehr gut medial mit dem Thema Mental Health umgegangen wurde bei Promis? Also entweder von den Leuten selber oder, also kannst du natürlich Danke gut nennen als Positivbeispiel für den Umgang damit. Nein, Spaß. Ja, also tatsächlich, und das ist auch ein männliches Beispiel, aber Justin Bieber. Mhm, ja. Ich habe das Gefühl, dass Leute bei Justin Bieber wirklich verstehen, was er sagt. Und das total ernst nehmen, also für die Leute, die gar nicht wissen, was ich meine. Justin Bieber ist ja so der Kinderstar. Ich glaube, der war 13, als er richtig famous geworden ist. Und der ist ja total abgestürzt dann später, hatte voll seine Bad Boy-Phase, war ja auch irgendwie kurz in U-Haft, weil der irgendwie bei so einem illegalen Autorennen mit dabei war. Drogen, auf der Bühne hat er sich übergeben. Der hat ja, also das ganze Programm. Und damals gar kein Verständnis für, was da eigentlich passiert ist. Und Jahre später, das war auch während Corona, hat er ja seine Doku gehabt, wo er einmal komplett aufgeräumt hat. Und da hat er erzählt, dass er wirklich mit, ich glaube, 11 das erste Mal gekifft hat und dann mit 13 tablettenabhängig war. Was krass ist, also es hat mir so leid, als ich das gehört habe. Und das ist einfach nur noch schlimmer geworden. Justin hing ja direkt mit den schlimmsten Leuten ab. Keiner hat ihn beschützt, auch Side-Eye an seine Eltern an der Stelle. Und deswegen ist er übrigens auch so mega protective, was Billie Eilish angeht, weil der hat wirklich schlimme Sachen erlebt, der Justin. Und der hat ja erzählt, dass irgendwann, als er so 17 war, musste seine Security im Stundentakt in sein Zimmer kommen und seinen Puls messen, weil die gucken mussten, ob er noch lebt. Weil man das einfach, es war so schlimm, das war zu der Zeit, als auch Journals rauskam, sein Album, was er ja nicht promoten konnte. Weil Scooter Braun sogar gesagt hat, ich habe lieber einen Star, der nicht sein Album promotet, als einen toten Star. Also es war wirklich ganz, ganz schwer rund um Justin. Und so die Fans haben das so zwischen den Zeilen gemerkt, aber jetzt Jahre später, wo Justin wirklich komplett erzählt, was eigentlich passiert ist und der hat ja komplett, also der hatte alles durch, ne? Der ist eigentlich, also der ist fast gestorben. Und da habe ich das Gefühl, gehen wir sehr empathisch damit um.
Wir glauben ihm das. Wir haben sehr viel Mitgefühl für Justin. Wir freuen uns einfach, dass er noch lebt. Und ich glaube, dass die ganze Geschichte von Justin auch sehr unser Bild prägt für andere Kinderstars. Also ich denke jetzt auch an eine Billie Eilish oder eine Olivia Rodrigo oder an eine Millie Bobby Brown, dass alle so sehr viel mehr darauf aufpassen, mit wem 13-jährige Stars chillen. Also jetzt sind die älter, aber als sie berühmt geworden sind, vor allem eine Billie und eine Millie. Witzig, dass sich das reimt. Das ist für mich so, ich finde es schön, dass Justin zugehört wurde und dass Leute auch versuchen, daraus zu lernen und auch die psychische Belastung für Jungs, vor allem in Hollywood, ey, so gefährlich, wirklich Jungs in Hollywood, wow, ganz, ganz heißes Eisen, richtig gefährlich. Da bin ich sehr froh, dass dem zugehört wird und was auch die Konsequenzen daraus waren. Voll, ich hätte jetzt auch genau Billie Eilish, glaube ich, dann auch als Folgebeispiel aus eben, was wir von Justin gelernt haben, genannt, weil sie hat ja zum Beispiel auch ja diese Themen so selber quasi dokumentiert und publik gemacht. Ich finde, was auch schade ist, dass man Sachen mal publik machen muss, damit es nicht die Presse vor einem macht, damit man so ein bisschen sein eigenes Narrativ behalten kann, aber sie hat das gemacht und ich finde eigentlich ganz gut gemacht. Ich habe auch das Gefühl, dass da die Familie sehr auch involviert und protective ist, was ja auch nicht immer der Fall ist. Ja. Side-Eye Justins Eltern. Ja. Und auch eine sehr sensibilisierte Fanbase, unter anderem bestimmt durch Parallelen in den Fans zu anderen Stars, die davor diese Themen schon drin hatten. Ja. Ja, und das ist ein Thema, das sprengt jetzt leider die Zeit. Wir haben nur noch 1-2 Minuten. Ach. Also man muss schon sagen, dass natürlich, es waren jetzt so unsere Beispiele, aber es ist auch generell, dass wenn öffentlich über Mental Health geredet wird, gerade bei Promis sind das ja einfach meistens weiße, sehr reiche Menschen, ne? Sehr junge Menschen auch. Also es ist schon immer so ein ähnliches Bild von Leuten, die überhaupt drüber sprechen können. Und ich muss sagen, auch bei Danke gut, ne? Das ist auch immer so ein Thema. Tatsächlich versuche ich da immer alles abzubilden an Menschen, aber es ist schwierig. Es ist tatsächlich schwierig, wenn man darf auch nicht vergessen, welche Leute überhaupt die Chance haben, berühmt zu werden. Und das ist halt eben jung, weiß, meistens nicht immer, aber oft aus besser verdienenderen Haushalten. Ich glaube, das muss man auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass das nochmal eine ganz andere neue Problematik ist, wo man nochmal locker ganz genau Podcast machen könnte. Hast du noch letzte Worte, Gisem? Weil sonst werden wir jetzt gleich runtergefegt von der Bühne. Oh, ich hasse das, wenn Leute fragen, hast du noch letzte Worte? Hilfe! Lasst uns empathisch gossipen, lasst uns Erkrankungen ernst nehmen und lasst uns auch ein Verständnis dafür entwickeln, dass Erkrankungen ein Spektrum sind und bei jedem anders ausfallen können. Danke, Gisem. Danke an euch. Danke. Danke an euch fürs Kommen. Zum Schluss gibt es hier meinen Podcast-Tipp für euch. Wer war der mächtigste Pirat aller Zeiten? Das war eine Frau. Wer war der erste Autor der Menschheit? Auch das war eine Frau. Trotzdem sind diese Frauen nahezu unbekannt und die Geschichtsbücher dafür meistens voll mit Männern. Im Podcast Lost Sheroes, der von der Schauspielerin Melina Straube gehostet wird, bekommen diese Frauen, diese Pionierinnen, Vorkämpferinnen und Visionärinnen, den Fame, den sie bislang eher weniger bekamen. Lost Sheroes hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Folge, Begriffserklärungen und Hilfsangebote findet ihr auf kosmoradio.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Solltet ihr euch betroffen fühlen, kontaktiert bitte umgehend die Telefonseelsorge online unter telefonseelsorge.de oder unter der kostenlosen Hotline 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Weitere Informationen gibt es auch auf www.deutsche-depressionshilfe.de. Trust me, love me, hug me, correct me, but let me be me.